Dann schauen wir doch mal lieber wieder auf die Aktienmärkte, beispielsweise auf den Dow Jones. Manuel, wie sieht es da im Moment aus? Caroline, nochmal einen schönen guten Morgen aus New York. Ja, wir gehen weiter ins Plus, sind jetzt bei 0,8%, 14.683 Punkte beim Dow Jones und Nasdaq sogar 1 Prozentpunkt im Plus, 3.266 Zähler. Gerade eben in dieser Sekunde sind die Verkäufe neuer Häuser für März gekommen, ein Plus von 1,5%. Heute Morgen haben wir auch schon den Häuserpreisindex für Februar gesehen, ein Anstieg von 0,7%. Also wir können festhalten, der US-Immobilienmarkt ist weiter auf Erholungskurs. Und heute Morgen haben wir auch schon wieder eine Flut von Unternehmenszahlen bekommen. United Technologies ist bei den größten Dow-Verlierern heute Morgen zu finden. Man konnte den Gewinn steigern, der Umsatz kletterte sogar um 16%. Aber all das kommt nur zustande, weil man einen Luftfahrtzulieferer Godrich nämlich gekauft hatte. Und durch diese Fusion kommt diese Umsatzsteigerung zustande. Ansonsten wären die Umsätze zurückgegangen. Einer auch der größten Dow-Gewinner ist DuPont. Der Chemiekonzern geht über 2% ins Plus. Gewinn und Umsatz konnten in den Erwartungen entsprechen. Und vor allen Dingen konnte die Prognose für 2013 bekräftigt werden. Die Quartalsdividende wird um 5% auf 45 Cent je Aktie erhöht. Der größte Dow-Gewinner heute Morgen, das ist der Versicherer Travelers. Der geht über 3% ins Plus. Ein Gewinn von 896 Millionen Dollar konnte man im abgelaufenen Quartal verbuchen. Vor allen Dingen kam das zustande durch höhere Prämien und weniger Katastrophen, wofür dann der Versicherer aufkommen musste. Ja, das ist heute eine wahre Zahlenflut an den US-Börsen zu verzeichnen. Es gab ja auch unter anderem Zahlen von Netflix. Wie sind die ausgefallen? Haben die überrascht? Ja, und Netflix ist dann im Nasdaq einer der größten Gewinner, Caroline. Über 20% springt die Aktie nach oben und man kann wirklich sagen, das Unternehmen hat ein wenig die Wende geschafft. Man ist im abgelaufenen Quartal in die Gewinnzone gegangen. 2,7 Millionen Dollar. Vor einem Jahr war man noch in der Verlustzone. Der Umsatz lag bei gut einer Milliarde Dollar. Das ist ein Plus von 18% und man konnte 3 Millionen Neukunden gewinnen, 2 Millionen hier in den USA und hat insgesamt dann 36 Millionen Kunden weltweit. Wir schauen außerdem noch auf den Chiphersteller Texas Instruments. Auch die Aktie ist ganz gut ins Plus gegangen. Der Gewinn konnte um 37% gesteigert werden, aber der Umsatz, und das sehen wir bei so vielen Unternehmen, ging um 8% zurück. Vor allen Dingen hat man sich ja aus dem Geschäft mit Tablets und Smartphones zurückgezogen und konzentriert sich auf die integrierten Prozessoren, wie zum Beispiel in Fernsehgeräten, Waschmaschinen. Und das macht sich eben dann bei dem Umsatzrückgang erst einmal bemerkbar. Heute dann auch noch Zahlen vom Druckerhersteller Xerox. Der Gewinn konnte gesteigert werden. Der Umsatz ging aber erneut auf 3% zurück. Und auch das Druckergeschäft hat Probleme. Die Aktie fast 3% im Minus. Und es gab Neuigkeiten von Goldman Sachs. Du hast es vorhin schon angedeutet. Was ist denn das Neue? Ja, ganz genau. Die Investmentbank rät seinen Kunden von weiteren Wetten auf einen fallenden Goldpreis ab. Erst vor kurzem hatte Goldman ja geraten, Gold abzustoßen. Nun rät man also von diesen Wetten ab. Außerdem haben wir heute noch Analysten gehört. Am Freitag bekommen wir ja dann das offizielle US-Bruttoinlandsprodukt. Und im Vorfeld haben Analysten gesagt, sie rechnen mit einem Wachstum von 3,2% fürs erste Quartal. Das wäre sehr ordentlich. Die Ausgabenkürzungen, die wir hier ab Januar gesehen haben, die würden sich nur mit 0,1 Prozentpunkten bemerkbar machen. Das wäre nicht so viel. Und vor allen Dingen wäre eben positiv der Häusermarkt. Der Häusermarkt und das Auffüllen der Lager, das würde sich positiv auswirken. Warten wir mal ab, ob diese Zahlen tatsächlich so positiv ausfallen und was das Ganze natürlich dann auch für das Anleihenkaufprogramm bedeutet. Manuel Koch, Dankeschön für diese Einschätzung nach New York.